Leute, ich habe eine Anomalie auf einem Planeten gefunden. Starte Sonde. Die Scanner haben etwas gefunden. Söldneraktivitäten auf Planetenoberfläche geordnet. Verschlüsselungsprotokolle der Kommunikation lassen auf Blue Suns schließen. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören, Blue Suns. Mögliche Ort einer illegalen archäologischen Ausgrabungsstätte, über die es bisher nur Gerüchte gab. Intentionen der Blue Suns unbekannt. Okay. Kann man da auch noch landen, wenn man jetzt nicht sofort drauf will? Ja, ne? Ja, alles klar. Ich wollte es nur mal protokolliert haben, nicht dass das dann, weil ich finde es gerade echt interessant. Das ist ja echt cool. Denn ich wollte eigentlich nur ein bisschen abbauen. Ich bin in diesem System, wo ich Jacob helfen soll. Ja, und da hat das Ding eine Anomalie gefunden. Laban, das Ding sieht ja lustig aus. Oh, hoch, geil. Hoch ist immer schön. Das ist übrigens was, was mir echt Spaß macht, so nebenbei, so ein bisschen hier so suchen. Das ist total aufregend, wenn da einfach so mal eben eine Anomalie auftaucht. Ich habe mich eben so, was? Da ist dann auch noch was. Oh, die Nadel, wo hat sie ausgeschlagen? Da. Butz. Sonde gestartet. Laban. Boah, gleich Mittel, wie toll. Element 7. Starte Sonde. Das ist relativ selten bislang gewesen. Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder Absicht. Wie gesagt, ich werde ein bisschen weiter farmen und wir sehen uns gleich schon wieder. Irgendwie sage ich, diese Folge sage ich das nur. Ich hoffe, ich finde jetzt nicht noch zufällig eine Anomalie. Aber hier, wir sind ja jetzt hier, wir wollen das nächste Mal oder beziehungsweise gleich Jacob helfen und bis gleich. Willkommen zurück, liebe Mitreisende, auf der langen Reise durch die Weiten des Weltalls von Mass Effect 2. Wir wollen nach dieser ulkigen Ansprache endlich mal Jacob helfen. Im Rosettennebel. Ich sagte ja, irgendwann kommt ein schwules Ding dazu, ich wusste es. Jacob helfen. Was haben wir denn hier noch? Fieklio. Klingt auch nicht gerade so dolle. Was ist Fieklio, bitte? Einfach mal gagweise. Ich will nur mal kurz... Oh. Ach, das ist auch wieder ein... Ach, du lieber Gott. Ach, hier muss ich sogar... Nee, muss ich nicht hin. Kann ich, ja. Das ist ja lustig hier, was man alles machen kann, ey. Ja, aber wir wollen, wie gesagt, Jacob helfen. Und ich sehe gerade, wenn ich hier rumfliege in diesem System, habe ich auch noch Treibstoffverbrauch. Ich sollte hier also nicht die ganze Zeit rumdümpeln. Aber wenn ich schon mal hier bin, was ist das denn? Alpha Draconis, das klingt übrigens schon besser. Ach du Scheiße, 175 AR2. Bei diesem Planeten, noch ohne offiziellen Namen, handelt es sich um einen Wasserstoff-Helium-Gasgigant mit 21 mondgroßen Objekten. Okay. Niedrig. Okay, dann lohnt sich das schon mal gar nicht. Und keine Anomalie. Dann werden wir jetzt einfach Jacob helfen, so wie ich das gesagt habe gerade. Jetzt bin ich mal gespannt. Anomalie geortet. Sieht auch wirklich ein bisschen aus wie die Erde. Dieser abgelegene Planet, benannt nach der Asari-Wissenschaftlerin, war anscheinend auf der Liste der verbotenen Massenportalen, die in unerforschten Gebiete führen. Die wenig verfügbaren Daten stammen aus einer Sonde, die im Vorbeiflug von zwei Planeten berichtet hat, die einen weißen Zwerg umkreisen. Ihre eigenen Scans liefern weitaus interessantere Ergebnisse. Der Planet befindet sich innerhalb der Lebenszone des Sterns. Er verfügt über Ozeane mit Flüssigwasser und eine dünne Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, die zu dem dortigen Pflanzenleben auf Kohlenstoffbasis passt. Es könnte sich um eine noch unerforschte Gartenwelt handeln. Naja, fruchtbar genug sieht es ja aus, ne? Oh. Boah, ich will mal lieber... Sonde gestartet. Ah ja. Aber dann, wenn ich hier schon so viel... Wir müssen diesem Signal folgen, diesem Bubble-Signal.
Aber man kann natürlich auch nebenbei ein bisschen farmen. Das klingt so behindert. Hier oben? Wenn man näher rankommt, wird es deutlicher. Ja. Aufgezeichnet. Allgemeine Not. Ja. Starte Sonde. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Tja, landen bitte. Kopfschüsse können Max töten, führen manchmal aber dazu, dass sie explodieren, also Abstand halten. Ich habe immer einen Frosch im Hals, sobald ich aufnehmen will. Roffel! Gott sagen natürlich Garrus. Der muss unbedingt mit. Ach, ich weiß nicht. Jacob ist nett und alles, aber ich weiß nicht, irgendwie sieht der so verpeilt aus. Hattest du auch schon? Und ich bin auch schon, okay. Gut bedient. Warum habe ich eigentlich ein bisschen abtrünnig? Ich habe doch gar nichts gemacht. Seltsam. Aber hier schon recht Dingsleiste, finde ich gut. Beenden. Oh, schön. Oh, Phantasy Star Online. Das erinnert mich so ein bisschen daran, das habe ich damals so gesuchtet, obwohl es kaum Story hatte. Man ist eigentlich nur jemanden hinterhergelaufen, den man finden musste, aber... Aber das hat so Spaß gemacht irgendwie. Der zweite Teil war das, glaube ich. Danach habe ich es nie wieder, also keinen anderen Teil gespielt. Ich habe das Schiff gescannt. Ich registriere keine Lebenszeichen. Aber es könnten sich dort noch nützliche Technologien oder Informationen befinden. Geil. Und tschüss. Ich muss mal den Ton etwas leiser machen. Ich habe das ganz vergessen. Sound. Hier, wer es mir nicht glaubt, sogar die Musik ist so... Wow. Denn teilweise ist die Musik ein bisschen laut, habe ich gemerkt. Da werden sich bestimmt auch einige drüber beschwert haben. Also zum Beispiel in diesem Darkstar, als ich damals war... in der Citadel, da habe ich gemerkt, leider erst danach, dass der Ton sehr, sehr laut war von der Musik. Und aufgrund dessen die Stimmen sehr, sehr leise, beziehungsweise nicht gehört wurden. Gott, ist das hübsch hier. Ich freue mich gerade, dass wir mal einen richtig schönen grünen Planeten haben. Garrus, mein Garrus ist auch wieder dabei. Oh je, ich muss mit diesem Kackgeschnulz aufhören, ey. Da ist es. Nach Überleben größtenteils suchen. Noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben. Aber es ist Jahre her. Ja, das heißt jetzt, dass sie deswegen alle abgenippelt sind, weil es Jahre her ist. Ach ja, ich habe im Übrigen, wie man vielleicht erkennt, ein paar neue Ausrüstungsgegenstände gekauft. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Ich drehe mich immer nur deswegen um. Huch. Weil man ihn einfach tausendmal besser hört, wenn ich mich zu ihm wende, während er spricht. Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Füße sieht. Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. Okay. Hier sieht man es. Ich habe mir zum Beispiel hier was fürs Gesicht gekauft. So ein... Ich habe vergessen, wie es heißt. Die Schulterplatten sind neu. Wiederhole. Giftalarm. Es droht rascher neuraler Verfall. Hiesige Flora inkompatibel mit menschlicher Physiologie. Sender übernommen und wieder aktiviert. Signalpause betrug 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Okay... Zugewachsen. Verrostet. Der Sender wurde wohl schon vor Jahren aufgestellt. Warum wurde kein Signal gesendet? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung.
Wer hat das Kommando über das Schiff? Wo sind die Überlebenden? Captain Harris Fairchild wurde bei unplanmäßigem suborbitalen Sinkflug getötet. Der erste Offizier Ronald Taylor wurde daraufhin zum amtierenden Captain befördert. Aber wo ist er jetzt? Der Aufenthaltsort der verbliebenen Crew der Hugo Gernsback ist unbekannt. Bei diesem Sender wurden bereits mehrere Wartungszyklen versäumt. Ich nehme an, unsicheres Abbremsen meint den Absturz. Details bitte. Nach einem unspezifizierten Einschlag und dem daraus resultierenden Ausfall des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs führte die Hugo Gernsback einen unplanmäßigen Sinkflug durch. Mit 465% der theoretisch empfohlenen suborbitalen Geschwindigkeit. Danach bremste die Hugo Gernsback mit 782% der theoretisch empfohlenen Landegeschwindigkeit ab, was zu schweren Schäden an Material und Crew führte. Warum wurde der Sender bisher nicht aktiviert? Der Notfallsender wurde 358 Tage und 12 Stunden nach dem unplanmäßigen suborbitalen Sinkflug der Hugo Gernsback betriebsbereit. Die Aktivierung erfolgte per Fernsteuerung 8 Jahre, 237 Tage verstanden. Und 7 Stunden später. Auf Befehl des amtierenden Captains Ronald Taylor. Pause im Senderprotokoll gespeichert als Daten gelöscht. Kommen Sie, gehen wir. Durchsuchen wir das Schiff. Mein Vater hatte den Sender fast 9 Jahre lang. Vielleicht hat dieser neurale Verfall auch von ihm Besitz ergriffen. Muss wohl nach so langer Zeit. Ja, Ersatzteile. Credits. Na dann. Huiuiui. Giftig alleine? Finde ich nicht so gut. Wie kriege ich schon durch? Oh. Gott. Sie sind gekommen? Vom Himmel? Nee. Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert. Aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger. Sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Ein Tyrann? Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung kommt. Vorsicht! Fuck! Boah! Jäger, Sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen! Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Achtung! Heilige! Ich hab da jetzt gar nicht mehr geachtet. Ja, Garrett. Komm nur rüber! Komm, jetzt gibt's mal einen auf die Glocke. Das müsste. Oh! Natürlich. Ziehen vielleicht? Long! Das ist ja, ey, ich bin echt, also... Autsch. Arrivederci, würde man gerade sagen. Wie weit fliegt denn der? Guter Schuss. Bei so vielen Zielen konnte ich ja auch kaum daneben flacken. Nee, also, das ging jetzt so schnell, ich hatte die Hand auch wirklich... Gute Reise. ...gar nicht auf dem Ding. Boah. Na, Garrus, alles klar hier vorn. Wo ist da noch einer da? Gute Reise! Ja, Jacob, ist dir mal aufgefallen, dass er hier nicht hinhaut? Genau, lenk du ihn mal ab. Hab sie erwischt! Toll. Das war kein neuraler Verfall, sondern galoppierender Wahnsinn. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Galoppierender Wahnsinn. Oh. Ja, das Ding ist, sobald Menschen auf sich alleine gestellt sind und niemanden mehr haben, der ihnen sagt, wie und was, da bricht das totale Chaos aus. Das ist einfach so, weil jeder irgendwie eine andere Meinung hat. Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck.
Also, unsere Regierung mag manchmal scheiße sein. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Aber manchmal sollte man wirklich froh sein, dass man eine hat, die sagen, was richtig und falsch ist. Stellt euch vor, jeder würde seinen Idealismus, sage ich jetzt einfach mal, durchbringen wollen. Das ist ganz schön heftig. Das sieht eigentlich nicht sehr feindselig aus. Sie gehören zur selben Gruppe wie die, die uns angegriffen haben. Sind aber friedlich. Aber es sind nur Frauen. Er hat ein Harem. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf. Und nur die Männer werden gewalttätig. Möglich. Aber die Frau am Strand sagte, die Verstoßenen seien als Jäger zurückgekommen. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht. Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts. Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Hallo, was ist mit denen los? Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob. Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht, es muss aufhören. Die Frage ist, besser als gar nichts essen, oder? Andererseits giftiges Zeug? Ups, das wollte ich nicht, mach mal weg. Alle Feinde beseitigt! Hör auf, nicht schießen. Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht. Nicht schießen. Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie werden uns hier festhalten. Naja, ich muss jetzt mal gucken, was da überhaupt los ist, weil irgendwie... Moment, Ersatzteile dahin. Verlangt Gehorsam gewandelt. Yay. Ich kann nicht speichern, warum? Die scheiß Waffenzückerei hat... Da kommt Ärger! Was? Wow! Wow! Seine Max schießen ohne zu fragen? Langfristig sicher keine gute Lösung der Disziplinfrage. Er muss Gründe dafür gehabt haben. Vielleicht hat er sich nur verteidigt. Na, Jacob, abwarten. Aber mich würde das auch anpissen, wenn eines meiner Familienmitglieder sowas machen würde, klar. Ja, Credits. Credits finde ich immer gut. Doktor. Bitte, hierher. Sie könnten es beenden. Könnten? Sie haben sein Gesicht. Ja. Aber Sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was Sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Ich habe vergessen, wie man liest? Roffel? Selbst wenn sie das hat, okay. Wie kann man denn vergessen, wie man liest, wenn man was in der Hand hat, was man lesen kann? Ich habe auch lange nicht gelesen, aber deswegen habe ich doch nicht vergessen, wie das geht. Egal. Ich will... Jetzt ist auch wurscht jetzt. Was steht drin? Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Okay. Er war keine Führungspersönlichkeit und das war sein Problem. Er konnte die Crew ohne Gewalt nicht mehr unter Kontrolle halten. Das war nicht das Ende. Es folgten weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug.
Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Oh je. Steht da, warum Männer und Frauen getrennt wurden? Oder ist das so schlimm, wie es aussieht? Nein, es wird dann immer unzusammenhängender. Möglicherweise sind die Männer schon früh gewalttätig geworden. Aber so wie es hier aussieht, ist das mit den Jägern noch nicht sehr lange aktuell. Für das, was er hier zugelassen hat, Shepard, fällt mir keine Rechtfertigung ein. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Ich muss diesen Mann finden. Oh Mann, das ist hart. Jo. Scharf machen? Ach, Jimini. Hatte ich das nicht hier oben? Nee.